Guten Morgen, Mittag oder Abend, liebe Zuschauer innen und außen. Heute mal was anderes. Wir haben den Auftrag für einen Freund per Gefallen einen Firebird zu holen, der nicht mehr läuft. Das Ganze in Region Bern. Und da das ganz spannend werden kann, nehme ich euch heute mal mit. Und ihr könnt uns mal ein bisschen dabei zusehen, wie wir versuchen, dieses Auto heil in die Werkstatt zu kriegen. Ja, passend zum Firebird haben wir jetzt Regen. Es ist ja schließlich jetzt Januar, deswegen haben wir 8 Grad und Regen. Ja, viel Spaß heute durch den Tag. Jetzt sind wir unterwegs Richtung Anhänger abholen. Und wir haben gerade festgestellt, dass es gestern im Wetterbericht noch hieß, es würde heute nicht regnen. Es tut aber regnen, was mich etwas zweifeln lässt an eventuellen längeren Wetterprognosen. Mal wieder. Wir werden es aber auch bei Regen schaffen. Immerhin konnten wir es auch schon bei Schnee. Anhänger angeschlossen, angehängt, nicht angeschlossen. Das ist nicht so gut, das ist besser, aber das kriegen wir hin. Dran, Blinker tot und jetzt sind wir auf der Autobahn und jetzt sollten wir in ungefähr 47 Minuten am Ziel sein, sofern nicht irgendeiner wieder sein Auto querstellt oder sich irgendwelche Leute auf die Straße kleben. Wir werden sehen. Wir melden uns später wieder. Gefühlte, nein, nicht eine Ewigkeit, eine halbe Ewigkeit, eine Viertelewigkeit Autobahnfahren mit 90 später sind wir auf dem Wege Richtung Ziel, welches wir in 4,5 Kilometern erreichen sollten. Und dann werden wir mal sehen, wo wir unsere gut 12 Meter da parken, um vernünftig aufladen zu können. Rückwärts ist auch schwieriger, hä? Läufst nicht. Wie? Ich glaube, da läufst du nicht rückwärts.
One eternity later. Nach einer gefühlten bzw. realistischen, reellen Stunde ist das Auto nun hier auf dem Hänger. Und wir sind auf dem Heimweg. Und wir haben uns, wie öfters schon, das wohl ein bisschen einfach vorgestellt. Normalerweise ist das so, dass wir hier irgendwo hinfahren, wir kippen den Hänger, fahren mit dem Auto darauf, anbinden, nach Hause fahren. Das ist 95% der Fälle ist das so. Heute nicht. Heute haben wir es doch eher damit zu tun, dass die Pumpe des Anhängers nicht das getan hat, was sie sollte. Das heißt, wir hatten in erster Linie mal das Problem, dass wir den Anhänger nicht schief gepumpt gekriegt haben. Ob das mein eigenes Verschulden ist oder ob der Anhänger nicht das tut, was er soll, werden wir noch rausfinden. Dann war der Rampenwinkel zu steil. Wir mussten uns also etwas einfallen lassen. Das seht ihr dann hier auch im Video, dass wir hier die vordere Ladeklappe, die haben wir benutzt als Adapter zwischen der Straße und der eigentlichen Laderampe. So hat das dann funktioniert. Nun steht das Auto da drauf, hat einiges an Schwierigkeiten, denen man nachgehen muss. Diesmal bin ich jetzt mal Beifahrer. Jetzt geht es Richtung Mittagessen und Missionsbesprechung und dann fahren wir nach Hause. So ist der Plan. Sofern wir nicht irgendwo noch was zwischenzeitlich finden, tun oder noch Platten haben oder ja. Die Tage sind immer spannend und wir sind immerhin jetzt noch nicht zu Hause. Da steht er. Deponiert, Schlüssel deponiert, alles weg. Gut, Mission erfüllt, ab nach Hause.